Okay. Haben wir was Schönes? Irgendein Schatz? Aber Monster. Wow. Die Viecher kennen wir auch noch. Ja, teilt relativ ordentlich aus. Okay. Haben wir angehauen. Und ein Trisaster. Boah, es war nicht von schlechten Eltern, ehrlich gesagt. Sehr schön. Kurz in die grüne Front, damit Sarah nicht stirbt. Okay. Boah, es sieht halt wirklich ordentlich aus. Sehr schön. Immerhin 3 Sterne. Okay. Nichts, aber ich kann hier einfach durchlaufen. Von da kam ich ja. Einfach hier durch. Ab zur nächsten Schalltafel. Ist die mir überhaupt markiert? Ja. Das ist wieder so ein Roboter. Nein, es ist Schleim. Vielleicht kann ich den sogar als Monster haben. Wer weiß. Puddingunator. Oh mein Gott. Puddinganator. Treten wir in seine Puddingfresse. Boah, immer noch ein Dach. Schöner Tritt ins Gesicht. Hier können wir einfach drauf gehen. Der steckt nicht mehr viel weg. Schön. Na, 4 Sterne. Den haben wir leider nicht bekommen als Monster. Da haben wir einen Schatz. Der Raum hier ist nicht gedreht. Ah, da kamen wir ja vorhin her. Boah. Da haben wir diesen Medic Pudding, den ich vorhin meinte. Schöne Sache. Den müssen wir auch als erstes angreifen. Sonst heilt er nur das Viech und das ist nicht gut. Genau das meine ich, Rettung. Den würde ich gerne durch den Ketziff ersetzen. Also Ketziff soll ersetzt werden, so meine ich das. Durch den Typen. Immer drauf. Ja, einfach angreifen, das ist vielleicht. Ja, vielleicht ein bisschen zu lange gedauert, ja. Alles klar. Strahlscherben. Könnte ich vielleicht mein Monster wieder aufleveln? Vielleicht kann ich das ja irgendwas bekommen. Falsch. Kristarium. Wo ist er denn? Das ist er. Naja. 182 ist er schon. Den level ich jetzt weiter auf. Bis nie mehr geht. Na schön, guckt euch das mal an. Das Viech boxen wir erstmal nach oben. Klasse. Ich glaube, mein Verheerer ist schon ganz ausgebaut. Ich bräuchte unbedingt einen neuen. Kampf, Kampf, Kampf. Oh,
Die machen irgendwie wirklich gar nichts. Ich könnte aber jetzt wechseln. Ja, die gehen schnell in den Shop, dachte ich mir auch schon. Klasse. Jetzt einfach drauf. Ja, der ist gleich platt. Da muss man die wirklich was machen. Herrlich. Langsam könnte ich auch Noel und Sarah mal wieder aufleveln. Machen wir gleich. Hard to believe that all of this is happening because of one person hacking into the system. Ja. I know, but it has kann schon viel kaputt gehen. This is a paradox of some sort. I don't think that's enough. Nee, da habt ihr recht. So ist aber richtig. Ja. Da gehen wir rein, da gehen wir raus, alles klar. Aber ich würde jetzt mal da hinten hingehen. Und ihn mal ein bisschen scannen lassen. Na toll. Nur einer? Scheint wohl so. Der steckt auch wirklich gar nichts weg. Sehr schön. Genauso wird's gemacht. Klasse. Vielleicht haben wir hier was Tolles. Wirklich gar nichts? Sieht also verdächtig aus. Na gut. Dann gehen wir mal hier durch. Wow, was passiert? Verschwommen. Drei? Was war denn mit drei? Das ist absolut nicht gut. Na, prächtig. Attackieren, 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 würde ich mal sagen. Einfach drauf. Muss halt sein. Metzel den Pudding kaputt. In meiner Freizeit prügel ich auch mal gerne auf Puddings ein. Ah, herrliches Gefühl. Komm, hau ihn. Der Kampf dauert schon wieder viel zu lange. Sehr schön, wow. Das Viech ist cool, ich mag das. Alles klar. 306. Was meinte es vorhin mit 3? Oh ja, Aufzug. Aber bevor ich das mache, hole ich mir erstmal da hinten den Schatz. Gil. Nicht übel. Ha. Konnte ich sogar noch drauf schauen. Oh, da ist noch ein Pudding dabei. Nein, 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 nein. Desaster. Auf den Pudding, denn der Pudding ist böse. Richtig. Und das war's. Das Viech pawnt echt alle. Weiter geht's. Okay. Ich werde jetzt erstmal aufleveln, bevor ich nach oben gehe. Wer weiß, was uns da erwartet.
Okay. Brecher ist auf 34. Dann ist es Zeit für Verheerer. Crystarium erweitert. Ich möchte einen weiteren ATB-Balken. Okay. Bann Morbid, tolle Sachen. Vielleicht werde ich bei ihr Manipulator gleich ein bisschen hochprügeln. Weiteren ATB-Balken auf jeden Fall schon mal. Sehr schön. Den Manipulator und Augmentor können verflucht wichtig werden hinterher. Stufe 34, Stufe 28. Ich werde das jetzt einfach so machen, nicht, dass ich alles durcheinander habe. Ich werde Noel hauptsächlich als Brecher haben und Sarah als Verheererin. So ist das, glaube ich, besser. Und dann werde ich natürlich auch zwischendurch die Augmentor- und Manipulator-Rollen aufleveln. So machen wir das. Okay. Dann nehmen wir mal einen Raum. Sehr schön, wow, das Viech macht ja guten Schaden wieder. Boom, 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 boom. Und Ende der Geschichte. Hier war, glaube ich, die einzige Brücke. Ich kann einkaufen gehen. Da haben wir einen versteckten Schatz. Eine weitere Plattform. Erreiche die oberste Etage. Okay, dann schauen wir mal kurz. Hier kann ich einkaufen. Welcome, you and you. Kaufen. Waffen. Schon neue Waffen? Keine neuen Waffen. Also sowas brauche ich auch nicht wirklich welche. Monsterkomponenten. Davon könnten wir mal aufstocken. Vielleicht von den Astralzipfeln mal so 15. Davon mal 10, 22. Steigert die magische Angriffskraft. Erhöht den maximalen TP-Wert. Speckstreifen. Genau, man muss es füttern. Auch nochmal 10 davon. Your business is a pre- Wo haben wir das schöne Viech? Da ist es. Nichts. Keine Komponente möchte haben. Blutwurst, Panzerbrecher. Ah, da kann man sich ja noch einiges aufskillen mit dem. Ja. So wild. Werden wir schon finden. Ein paar tolle Komponenten, die er fressen möchte. Da haben wir einen Schatz. Aber da haben wir einen Schatz. 8 Vitalgewinn, ne? Wow! Und noch ein Pudding. Das könnte interessant werden. Pudding hochprügeln. Wow. Jetzt geht's aber los. Oh, jetzt sind die grüne Front. Ja,
an dem Viech kloppt man immer so lange rum. Ich will mir jetzt mal die Empathie aufsparen. Das ist unerwartet. Okay. 62. Ja, das sollte auch genug sein mit dem Drehen. Seven. Den Raum kann ich auch drehen. Muss ich sogar. Aber nicht kotzen. Nee. Wow! Ultra schwer! Hier wird doch noch irgendwas versteckt. Da, sag ich doch. Sechs Lebenssplitter. Pudding, 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 Pudding! Drei davon. Ich glaube, es ist wirklich effektiver, wenn man die mit Zauber angreift. Das macht extrem Schaden. Ja, Tatsache. Das ging mega schnell. Ja. Da habe ich schon mal so einen Pudding. Nicht den Midi-Pudding, den ich haben wollte, aber egal. Pudding ist immer gut. Ist auch ein Brecher. Ah, jetzt könnte man überlegen. Ich lasse den erstmal drin, den werde ich aufleveln und vielleicht später im weiteren Spielverlauf auf den wechseln. Details zu passive Fähigkeiten. R2 drücke ich, passiert aber nichts. Wahrscheinlich schon. Ah. Das heißt, er hat noch keine. Was ist mit seinen passiven Fähigkeiten? Egal. Einfach mal weiter. Ich werde den Vogel erstmal drin lassen, weil er ultra stark ist. Okay. Dann ab nach oben.